Hallo Mystery- und Crime-Freunde. Es ist wieder Worst Wednesday und wir versuchen euch die Laune in der Mitte der Woche etwas zu verbessern. Heute dreht sich alles um unnützes Wissen, Phobien und Krankheiten. Kleine Bitte an euch, wir würden uns freuen, wenn mehr Kommis unter den Videos landen würden. Also haut eure Meinung in die Tasten, wir würden es wirklich begrüßen. Genug geredet, bringen wir den Mittwoch hinter uns. Viel Spaß beim Video. Wusstet ihr, dass 30-minütiges Dauerküssen die Symptome von Heuschnupfen messbar lindert? Die Bevölkerung von Glasgow weist eine deutlich geringere Lebenserwartung und eine deutlich höhere Rate von Alkohol- und Nikotin-verursachten Krankheiten auf, als alle anderen vergleichbaren Städte Großbritanniens. Epidemiologen nennen das Phänomen den Glasgow-Effekt. Wusstet ihr, dass das Herzinfarktrisiko beim Verfolgen großer Fußballturniere um mehr als das Dreifache erhöht ist? Chlorophyll, der Stoff, der Pflanzen grün färbt, wird in der Apotheke als Mittel gegen Mundgeruch verkauft. Obacht bei der Arztwahl, denn übergewichtige Ärzte diagnostizieren seltener Adipositas als normalgewichtige. Menschen, die Werbung extra vorspulen, nehmen diese bewusster auf. Grüße gehen raus an alle Weintrinker, denn Cäsars Soldaten mussten täglich 1 Liter Wein gegen ansteckende Krankheiten trinken. Von den 4,5 Millionen Einwohnern Norwegens bekommen ca. 800.000 eine Winterdepression. In den USA werden pro Jahr mindestens 3.000 Tiermessis gezählt. Animal Hoarding, das krankhafte Sammeln von Tieren, gilt mittlerweile als psychische Störung. Wer auf öffentlichen Toiletten nicht pinkeln kann, leidet unter Paruresis, auch schüchterne Blase genannt. Depressive Menschen essen laut einer US-Studie doppelt so viel Schokolade wie Nicht-Depressive. An alle Kaffeefreunde, wer an einem Tag 100 Tassen Kaffee trinkt, riskiert sein Leben. In Summe enthält diese Menge die tödliche Dosis Koffein von 10 Gramm. Unter den Deutschen sind Berliner am häufigsten krankgeschrieben. Der größte Blasenstein der Welt wog bei einem Durchmesser von 17 cm 1,1 Kilogramm und wurde im Januar 2009 einem Ungarn entnommen. Meteorismus ist der medizinische Fachbegriff für krankhafte Blähungen. Botox hilft gegen Migräne. Der letzte Marlboro-Mann Eric Lawson starb im Januar 2014 mit 72 Jahren an einer Raucherlunge. Psychiater begehen doppelt so häufig Selbstmord wie ihre Patienten. 68 Jahre lang litt der US-Amerikaner Charles Osborne an Schluck auf. Er starb 1991, ein Jahr nach seiner Heilung. An Geldscheinen, die von einer erkälteten Person berührt wurden, halten sich Grippeviren bis zu 17 Tage. Wir hoffen, dass euch diese unnützen 20 Fakten ein wenig motiviert haben, den Tag mit guter Laune zu meistern. Falls nicht, seid ihr wenigstens ein bisschen schlauer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!